Mal hier. 20. Mai. 1190. Das Lied der Honigbiene. Oma von Herrscher über die Welt, mögen sie uns mit summenden Bienenschwärmen segnen, mögen sie dahin zurückkehren, wo ihr rechter Platz ist, mit dem Segen und Schutz deiner großen Macht. Oh, Honigbienen, bitte kehrt zurück nach Hause. Bitte flieht nicht aus Angst vor Wespen. Bitte fliegt nicht davon. Bitte verlasst nicht euer Zuhause, sondern vertraut uns und baut eure Nester, wo ihr hingehört. Und im Schutz von Marfians großem Willen. Ja, na gut, ist halt ein bisschen doof, ne? Muss man halt einfach sagen. So, mit ihr hier müssen wir jetzt sprechen. Oh, what do I do? I must start the experiment soon. Oh, it's just experiment. I was planning to conduct an experiment today, but my assistant didn't show up. Can you help me out? Well, from yours. Thank you. So, for your first task, please fetch the bucket over there. It's under the roof and has been catching rainwater. Okay. In the meantime, I'll set up the experiment. Please bring the bucket inside the lab. Okay. Den Bucket. Hier? Ja. Dann nehmen wir mal einen Bucket und bringen ihn ihr in das Labor. Hallo? Experimentärer Skarabäus, was willst du da machen? Liana, was willst du da tun? What? Just in time. I just finished setting up the experiment. Okay, was forschst du denn? How rainwater of a certain composition affects this area. Okay. I'm going to mix these ingredients in the rainwater you brought to make the experimental rainwater. Okay. I want you to sprinkle that rainwater on the scarab and observe while it's wet. Also den gefährlichen Part mir überlassen. Hm. Ja gut, okay, verstanden. I'm mixing the ingredients in the rainwater. Hm. It's almost done. Ja. I've created the experimental rainwater. Dann nehmen wir den mal. Be careful. Scarabs can become hostile suddenly when they are soaking wet from rain. Ja. Und nun hier den. Ja. Das war mir klar. Ja. Schönes Experiment. I'm glad you were with me. Ja. It was the cursed rain that affected the creatures and harvesters in this area. Aber das wissen doch alle, oder? Hä? Was laberst du, Liana? Okay. A decade ago, Lasslin was suddenly hit by tainted rain, which turned the creatures that were touched by it into rampaging monsters. Mm-hmm. I traced the composition of the tainted rain. And learned about the curse-causing ingredients used by the Shadowmancers. Ah, okay. Never mind. Okay, wenn das, ne? Okay, perfekt. The rainwater you just sprinkled was made from those same ingredients. It seems to have the exact same effect as the tainted rain does. Okay. I'll report back to Venelux with the results of today's experiment. Thank you for your help, adventurer. Ach so, das war ganz normales Regen. Ach so, das war ganz normales Wasser. Und sie hat da die Dinger reingemacht, damit das heftiger Regen wird. Ah. Okay, das macht dann Sinn, ja. Ich kann meine Belohnung wählen. Jegliche Verteidigung 50. Trefferchance bei Boss. Ja, nehmen wir mal Eiern mit, ne? Ja? Jegliche Trefferchance ist aber auch cool. Dann können wir das nämlich so einfach mal benutzen. Hier können wir auch noch die Belohnung holen. Machen wir das doch.
unser Inventar füllt sich so langsam. Jetzt können wir uns in einen Skarabäus verwandeln. Zack. Okay. Wir gehen wieder raus. Oh, hier ist direkt auf dem Weg einfach was zum Pflücken gespawnt. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, Ned. Gib uns mal eine Alraune. Welcome to Mandrake Farmstead, where we grow 'em with love from seed to harvest. If it's fresh Mandrakes you need, you've come to the right farm. Ja, genau das ist es, was ich brauche. Suche nach Alraunwurzeln. Ah. Oh my. I've just run out of roots. How about collecting as many as you need yourself? And in exchange, you can have everything for free. Okay. Then try harvesting the roots from the mandrakes planted out in the field. Oh, by the way, mandrakes will turn violent when you try to harvest their roots, so be extra careful. Okay. Ich würde sogar eine sonnige Raune bekämpfen. Okay, dann tun wir mal eine Raune ausgraben. Eine. Und noch eine. Nice. Sehr schön. So, jetzt müssen wir den Wegpunkt da unten aktivieren. Da können wir doch hier so runterlaufen. Oh, no, da ist noch was zum Lesen. Never mind. Ein rätselhaftes Buch nochmal. Ärger mit Pflückern? Soll das vielleicht Ärger mit Pflückern heißen? Verfasst von Flynn Lexton. Dieser Pflücker hat mir den Arm gebrochen. Ich schwör's, wenn ich diese Zauber in die Finger kriege, werden sie dafür büßen. Stimme eines wütenden zur Bauernhalte durch die Hirschhornschenke in Castleton, die für ihre Honigbienen-Roggenbier berühmt ist. Honigbienen-Roggenbier, okay. Er beschwerte sich über mehrere Vorfälle im Zusammenhang mit einem sogenannten Pflücker. Erst als die Leute versuchten, ihn aufgebrachten Bauern in eben jener Schenke zu beruhigen, wurde mein Interesse an diesen Lebewesen geweckt. Manche Menschen würden vermutlich sagen, dass Apparaturen, die von Zauberern zum Zweck der Arbeitserleichterung entworfen wurden, nicht als Lebewesen bezeichnet werden sollen. Aber ich sehe das anders. Wenn sie Menschen angreifen und verletzen und unkontrollierbar werden, inwiefern unterscheiden sie sich dann noch von einem rasenden Golem? Den Einwohnern zufolge besteht dieses Problem, seit die Arkium-Legion Castleton vor mehr als 10 Jahren angriff. Als die Arkium-Legion unter dem Befehl des Usurraptors Rivel Lupus Laslan angriff, kämpften die Bewohner der Stadt unter Führung von Fürst Ops tapfer. Der Arkium-Legion gelang es nicht, Castleton einzunehmen, aber sie ließen verseuchten Regen über ganz Laslan niederprasseln. Ein letzter Versuch, die Legion in ein Ödland zu verwandeln, Diese Region führte dazu, dass dieser Regen führte dazu, dass die fruchtbaren Felder rund um Lassans Kornkammern von seltsamen bösartigen Tieren wie Insekten belagert wurden, die 10-mal größer waren als gewöhnlich. Die Arkium-Legion konnte zwar besiegt werden, doch die Bauern sahen sich nun der Frage ausgesetzt, ob sie überhaupt weiter in ihr Land bestellen können. Nachdem sie Fürst Hobbs für zahlreiche Beschwerden der Bauern angehört hatte, bat er die großen Zauberer von Venelux um eine Lösung für das Problem. Doch die Zauberer waren weder für ihre Weisheit bekannt, noch dafür, schnell zu arbeiten. Da die Bauern keine Zeit hatten, für eine Lösung zu warten, flehten sie jeden wandernden Zauberer, der das Dorf besuchte, um Hilfe an, um die riesigen Schädlinge loszuwerden. Die Zauberer schufen die Pflücker, die sich schon bald großer Beliebtheit erfreuen sollten, für die Roggenfelder. Im Grunde handelt es sich bei Pflückern um magische Puppen, die dem Zweck dienen, einfache Handlungen zu wiederholen. Okay. Aber hat anscheinend nicht so geklappt. Sehr viele Defekt und
Sehr angry. Angry Pflücker. Und da sind wir schon am Beach. Beach, Beach. Da können wir noch einen Mondstein mitnehmen. Machen wir doch auch. Mana-Stahl direkt mal drin. Okay, hier können wir ein bisschen laufen. Ich glaube, hier, da gibt's halt leider nicht ganz so viel zu sehen. Das ist das Problem. Du. Was ist das da? War da hoch? Wir gehen erkunden. Oh, guck mal, da liegt was. Da liegt was Süßes. Rätselhafte Notiz. Oh, 5 Jahre davor. Bei Tagesanbruch kündigte ein bebender Angriff nördlich der Ruine von Thorajen die Invasion durch Rebellion an. Zehntausende Soldaten der Erkömmlinge stürmten voran und überwältigten die nördliche Verteidigungslinie innerhalb kürzester Zeit. Aber unsere Zauberer des Lastern traten ihnen tapfer gegenüber und setzten mit einem Verteidigungskreis zu einem Gegenangriff an. Ungefähr eine Stunde später trat plötzlich eine junge Frau namens Kellenthia mit großen Schritten aus dem Archeum-Lager hervor. Die Zauberer und Soldaten stellten sofort ihre Angriffe rein, als sie die junge Frau sahen. Sie hob den Kopf, ballte die Fäuste und auf einmal gingen die unzähligen Soldaten und Zauberer in Flammen auf. Bogenschützen schossen ihre Pfeile in ihre Richtung, doch alle davon fielen vor der Frau zu Boden und die Bogenschützen richteten ihre Bogen stattdessen gegen sich selbst. Und das war erst der Anfang von Kalentias eigenhändig verübtem Massaker. Sie belebte Leichen in der Region von Thorajen wieder, tote Dorfbewohner, gefallene Soldaten, sogar die Kadaver streunender Hunde erhoben sich von neuem, um ihre eigenen Verbündeten anzugreifen. Die Hälfte unserer Streitkräfte aus Lastern wurde noch vor Mittag ausgelöscht und selbst der Rheinlichtturm fiel in ihre Hände. Oh, einer, bitte gewähre uns die Weisheit und Stärke, diese Hexe aufzuhalten. Eieiei, die ist halt wirklich heftig. Krass. Krasser Shit. Haben wir noch einen Mondstein? Den gönnen wir uns noch. Nice. Pures Gold. Opa. Da. So. Aktivieren. While you search for treasures hidden in ships wrecked by storms and chests that have been drifting, you will encounter the masters of the coastline. From a distance, they look like normal crustaceans, but when you get up close, you'll find they pose a greater threat than you anticipated. So, Kräutenkundler Wilson. Ach, das ist der Wilson. Ach, hi Wilson. What brings you here? Kombiniere bitte diese Zutaten. Huh? These are the ingredients needed to make rancid powder. Martinet must have sent you. But how did you know about these ingredients? Von einem Lehrling. Oliver, that clever boy. How did he figure this out already? He's quite bright. Ja, verdient sich definitiv Lob. Herbalists have to go to perilous places to acquire ingredients. But Oliver can't even stand the sight of a mere ant. I'm waiting for him to overcome his fears. Ah, okay. Well, I'll make the rancid powder for you right away. It must be urgent for you to come all the way out here. But look at me, rambling on. Dann mach mal. Here's your rancid powder. Planning to go straight back to Martinet? In that case, why don't you try opening your map and teleporting to Castleton? Mama doch. After acquiring the last ingredient from the Mandrake Farmstead, you were able to meet the herbalist Wilson. He always entrusted the apothecary to his apprentice. Mondstein. Collected herbs alone. He had to venture. Und dann porten wir einmal zurück zu Martinet. But his pupil was a coward who would flee at the sight of an ant. So. Nice.
Martinae. We are coming. Martinae. Is there someone out there? Can anyone help me? Oh, was? Wieso brauchst du Hilfe? Ich soll ihn zu beschäftigt, mir zu helfen, selbst wenn ich darum bitten würde. Okay. Nee. Bin eigentlich nicht so beschäftigt, aber gut, okay. Gehen wir nochmal rein. Das Lichtfragment flüstert. Einmal rein hier. Jawohl. Ja, was heißt so soon, ne? Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Ist der schlechter? Nö. Aber hier ist das Pulver. Ja, ich hab's selber gepflückt. Danke. Alright, here you are. Why don't you try it and see how it works? Okay, let's go. Danke. Okay. Hat gewirkt. How are you? Are you feeling any better? Okay, gold. Ja, nice. Just as I thought. It's much more effective. I tried to improve the efficacy, but I didn't expect the results to be this good. The calming potion's effect is very effective this time. I need to bring this to my sister right away. But as you know, I'm in no position to be wandering around outside. Ja, ich kann den auch Thank weitergeben. You. This is the same calming potion that I made you. Please, bring this to Mina at Windhill Shores. Only Mina knows where my sister is, you see. Xeroth's men might follow me and find my sister if I go see her myself. What? Die sind aber wirklich, also die, oh, die Sicherheit ist bei denen aber ein anderes Thema, ey. Holy shit. Yep, Xeroth? Yes, Xeroth, the leader of Laslin's Archeum Unit. He's one of the Khazar's top commanders. He wants the power of my sister's star fragment and will stop at nothing to get it. Okay. You see, if the power is strong enough, the mana will go into a frenzy. The calming potion is controlling your power for now, but you can't hide from Xeroth forever. Please be careful. Ich versuche. Verlassen wir mal das Krankenhaus. Da, da, da. The effect of the mana calming potion that Martinet made was incredible. So. You drank the potion. You could feel your magic begin to settle down. Martinet, who had been researching a way to relieve her older sister Adrianne. So, dann können wir nämlich noch mal, da müssen wir hin. In creating a potion more effective than her other attempts. Dann bewegen wir uns mal dahin. Oh, jetzt haben wir hier auch nochmal eine neue Quest, wo wir mit jemandem reden müssen und die machen wir noch. Die machen wir noch und dann, glaube ich, war es das erstmal für heute. Der gute, Kalium. Was ist denn los? Okay. Periodically, I check the creature contamination levels from the cursed rains that have fallen on this area. Mm-hmm. To do that, I must take a sample from those scary-looking creatures and place it in a contamination meter. But was muss ich machen? The creatures on the shores, collect their samples and put them in a contamination meter. I'm a bit of a coastal biophobe. Every survey cycle is a struggle. Okay. Naja. Hört sich leicht genug an, genau. So, besiege ich Schöpfe. Ach Gott, 20 Stück.
Eieiei, dann machen wir das doch mal. Nummer uno. Achso, wir brauchen 20. Ah, aber wir kriegen mehrfache. Okay. Sehr schön. Nice. Dann haben wir hier noch den da. Aber hier perfekt. Die Range von dem Ding ist gar nicht so groß. Hoppa. Okay. Verstärkte Hose. So, und jetzt Kontaminierungs- im Messgerät. Wie hat er das da hingestellt, wenn er... Naja, egal. Oder müsste er... Oder stand er schon immer dort und das wird einfach... Naja, man weiß es nicht. So weit da hinten. Naja, okay. Von mir aus. Gut. Dann laufen wir noch da hinten hin. Und dann ist für heute erstmal Schlussikowski. Den Mondstein nehmen wir natürlich aber noch mit. Weil man weiß ja nie. Kann man immer alles gebrauchen. Und ich werde mir, glaube ich, auch... Da werden wir im Stream dann drauf eingehen. Ich werde mir mal so ein Bild raussuchen. Dass wir hier quasi mit dem Healer Mage spielen können. Und dann werden wir auch uns an diesem orientieren. Weil in Throne and Liberty leider es so ist, dass man echt einen Guide braucht. Weil wenn man selber experimentiert, man sehr viele Ressourcen verschwenden kann. Und da hat natürlich niemand Lust drauf, dass wir da wirklich, also dass da wirklich Ressourcen verschwendet werden. So, liebe Mina. Wir chillen jetzt hier, genau. Und gehen einmal zurück in die Charakterauswahl einmal. Und dann kann ich schon mal Endworte heranrichten. Ich werde jetzt... Und das wird für YouTube echt ein bisschen dauern, bis sie das dann sehen. Vielleicht mache ich da quasi bei dem D&D-Video nochmal so eine Anspielung drauf, dass ihr dann wahrscheinlich schon längst gesehen habt. Hoffentlich schon längst gesehen habt. Ich werde jetzt jeden Freitag morgen streamen, denn ich habe freitags frei. Ein Hoch auf 4-Tage-Woche. Da wird jetzt jeden Freitag wird gestreamt und ich werde versuchen, das Ganze wieder einfach regelmäßiger zu machen. Ich habe richtig Bock drauf und ich habe jetzt endlich den Freitag dafür frei. Das heißt, ich kann ballern und ich werde ballern. Und wir werden da definitiv reingehen. Und dann für alle, die auf YouTube zuschauen, vielen Dank. War schön. Und ich hoffe, euch gefällt es soweit auch. Wenn ich zu langsam unterwegs bin, könnt ihr mir das sagen. Aber ich denke, der Pace ist so ganz gut. Ich fühle mich auf jeden Fall ganz gut damit. Wir kriegen ein bisschen was von der Story mit. Nicht nur ein bisschen, wir kriegen sogar, eigentlich würde ich behaupten, alles von der Story mit. Wir lesen alles, wir gucken überall drüber und ich finde es so ziemlich, ziemlich nice. Und vielleicht seht ihr dann ja nochmal so ein paar Sachen, die ihr bei eurem Playthrough überhaupt nicht gesehen habt, weil, wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, ihr seid ziemlich alle einfach nur durchgerusht und seid ehrlich,
Das habt ihr wirklich gemacht. Inklusive mir, wie gesagt. Und wir sehen uns dann. Und bis dann. Tschüss. Bye, bye.